So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Mittwochsausgabe, nicht die Mittagsausgabe, sondern die Mittwochsausgabe. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Tatjana und ist 31 Jahre alt. Herzlich willkommen, Tatjana. Hallo? Ja, hallo. Ja, da ist sie. Mein Name ist aber Tanja. Ach, Tanja. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe Tatjana gesagt. Das macht nichts. Tanja. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide denn? Eigentlich geht es noch um das Thema von gestern. Mhm. Also so wie ich lebt keiner. Genau. Ja. Wie lebst du denn? Und ich lebe in einer Dreierbeziehung. Aha. Ja. Wie sind die drei Menschen denn geschlechtlich aufgeteilt? Da ist Tanja als Frau. Genau, und noch zwei Männer. Und zwei Männer noch. Mhm. Mensch, hast du es gut. Ja. Du lässt dich aber rundherum verwöhnen, was? Oder auch umgekehrt. Also, das heißt, ihr seid ein Dreierpaar. Lebt ihr auch zusammen? Wir leben auch zusammen in einem Haushalt. Ihr lebt zusammen in einem Haushalt? Wie lange schon? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Mhm. Das ist ja spektakulär. Ja. Würdest du sagen, dass ihr ein Dreier-Liebespaar seid? Ja. Das heißt, Tanja liebt Mann 1, Tanja liebt Mann 2. Genau. Mann 1 liebt auch Mann 2. Nein. Nein? Nein. Wie geht denn? Also die Männer, die lieben sich nicht? Auf sexueller Basis jetzt nicht, nein. Denn auf platonischer Ebene? Genau. Ach, das schon. Also es sind schon sehr dicke, enge Freunde. Genau, genau. Ja. Habt ihr ein Ehebett? Ja. Wo alle drei zusammen immer schlafen? Genau. Und ihr schlaft, habt dann auch Sex zu dritt? Ja. Also nicht immer. Aber es kommt auch vor. Kann es auch passieren, dass der eine Mann daneben liegt und du hast dann mit dem anderen Sex? Das passiert auch, ja. Also. Ja, nee, bitte. ja, es kommt immer drauf an, ob. Worauf? Also, weil nicht jeden Abend ja auch beide dann da sind. Mhm. Beruflicherseits. Mhm. Aber jetzt im Ernst, es ist so ein funktionierender Haushalt bei euch mit aller Normalität und mit dem Alltag, den man auch als normales Pärchen hat. Ja, das auf jeden Fall. Also da redet man über das Einkaufen, über Urlaub, genau, über das Wochenende. Genau. Und geht ihr denn zusammen auch immer weg? Fahrt ihr zusammen in Urlaub? Wir fahren zusammen in Urlaub. Mhm. Immer weggehen, nein. Also wir unternehmen also auch getrennt was. Ja. Ja. Liebst du beide Männer gleichermaßen? Ja. Also hätte ich zwar auch, bevor ich so eine Beziehung geführt habe, auch nicht gedacht, dass man das kann. Aber also ich würde keinen von beiden missen wollen. Hast du denn beide gleichzeitig kennengelernt? Von 4 Monaten versetzt. Nun ist das ja eine sehr unkonventionelle Form des Zusammenlebens. Mhm. Dann hast du damals zuerst den einen kennengelernt. Genau. Wie kam es denn dann zu dieser, wie gesagt, sehr unkonventionellen Entscheidung, die ihr ja zu dritt habt treffen müssen? Wir versuchen jetzt eine Dreierbeziehung hinzukriegen. Wie kam es dazu? Also das hat sich ja so peu à peu ist das ja gekommen. Also ich bin mit dem einen also zuerst zusammengekommen, mhm, und die beiden kannten sich schon von früher. Ja. Das waren also Freunde oder ja, wie die Männer halt so sagen, Kollegen. Mhm. Ja? Mhm. Und und nach 4 Monaten, wo ich also mit dem einen zusammen war, sind wir dann also mal zu dritt weggegangen. Mhm. Und ja, das hat irgendwie alles gepasst und aber da ist doch gerade am Anfang, könnte ich mir vorstellen, dass der Hahnenkampf da ist. Jeder will das Weibchen haben von den Jungs.
War das nicht bei euch so? Nee, eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen, dass wir, was ich, samstags uns getroffen haben und sonntags dann gesagt haben, wir ziehen jetzt zusammen. Wie viel? Das hat ja dann schon ein ganzes Jahr dann noch gedauert. Achso, das hat ein ganzes Jahr gedauert, bis das so zusammengewachsen ist, wie es jetzt wir im Moment. Uns in dem Sinne 5 Jahre und 4 Jahre wohnen wir jetzt zusammen. Ja. Und es gab nie Eifersucht zwischen den Männern? Das nein, nein. Was ist das Problematische an dieser Beziehung? Also ich sag mal, das Problematische an der Beziehung ist eigentlich die Umwelt. Das kann ich mir vorstellen. Also wie sind die Reaktionen von außen? Ja. Du wirst wahrscheinlich beschimpft als, naja, ich will es jetzt nicht sagen, aber... Als Hure? Naja, so böse vielleicht nicht, aber... doch. Ja, so auch. Auch schon, ja. Mhm. Wie ist es denn in so das nähere Umfeld, Freunde, Verwandte, wie haben die darauf reagiert? Also Freunde ganz gut. Also Verwandte? Verwandtschaft war dann schon ein bisschen anders. Das glaube ich. Das glaube ich. Leben deine Eltern? Ja. Ja? Ja. Das heißt, du nimmst dann auch die beiden Jungs mit nach Hause? Ja. Und Mama und Papa haben das jetzt akzeptiert? Oder immer oder nicht? Meine Mutter auf jeden Fall. Die hat also, die waren sehr ins Herz geschlossen. Mhm. Und ja, ich meine, mein Vater akzeptiert es mittlerweile. Mhm. War am Anfang auch nicht so einfach. Ja. Das auf beizubringen. Das glaube ich, weil so etwas bekommen wir ja auch fast nirgendwo vorgelebt. Weder in Filmen, noch in Fernsehserien, noch in der Literatur. Wenn, dann sind das immer ganz exotische Beispiele. Insofern muss man sich da so seinen eigenen Weg auch bahnen für sich, weil es gar keine Vorbilder gibt. Wenn du, nehmen wir das mal an, mal schwanger werden möchtest, wie geht denn das dann? Oh. Ja, das geht dann auch, ja. Aber wer ist das dann egal, wer der Vater ist? Oder will man das gar nicht wissen oder wie? Also darüber habe ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht, weil Kinderwunsch von meiner Seite aus im Moment also noch nicht ist. Mhm. Wenn es mal so weit käme, dann natürlich möchte ich schon wissen, wer auch der Vater ist dann von dem Kind. Mhm. Also auch für das Kind dann auch mal. Natürlich, später. Ja. Dann wird es noch eine Nummer komplizierter, wenn ein Kind dann auch noch dazukommt. Genau. Ist die Frage, ob euer Geflecht dann so stabil bleibt, ob dann doch nicht eine Eifersucht entsteht. Dann wäre die Frage auch, wie vermittelt man dem Kind das später, so ihr zusammenbleiben wollt. Aber darüber müssen wir jetzt auch noch gar nicht reden. Das ist ja auch gar nicht das noch nicht Thema bei euch. Mhm. Ja. Würdest du denn auch sagen, ich habe es gerade am Anfang so gefragt, dass du sagst, die beiden Männer haben kein sexuelles Verhältnis miteinander. Mhm. Und dennoch kommt es ja wahrscheinlich schon zu Berührungen oder zu erotischen Begegnungen, wenn ihr zu dritt Sex habt. Das ja. Das schon. Also ich sag mal, Berührungsängste an sich haben sie nicht. Ja. Also, weil das ist ja... Wäre das für dich noch angenehmer, wenn die beiden auch ein sexuelles Verhältnis miteinander hätten? Nee. Warum nicht? Also, dass ich jetzt dabei zugucken würde. Nö, das ist, dann wäre es ja eine wirkliche Dreier-Liebesbeziehung mit allem drum und dran. Wäre das für dich dann so vielleicht noch idealer oder nicht? Das müssten dann die beiden Männer mit sich selber klar machen. Ja, auf jeden Fall sind das gute, sehr gute Freunde mittlerweile. Sie müssen es ja sein. Genau. Da muss ja eine sehr intensive seelische Verknüpfung zwischen euch dreien sein, sonst wird das ja gar nicht funktionieren. Streitet ihr euch denn öfter? Öfters, also ich denke mal wie in jeder guten Partnerschaft. Auch. Auch, genau. Würdest du sagen, dass du glücklich bist? Ja. Ja. Sehr? Ja. Und das würden die Jungs auch sagen? Ich hoffe es mal. Ja. Also finde ich sehr interessant, Tanja. Und ich bin immer ein Freund von solchen ungewöhnlichen Lebensmodellen. Es muss nicht immer alles so normiert ablaufen, wie wir das so an jeder Ecke und überall sehen und kennen. Und das ist auch sehr mutig, finde ich, dass ihr das macht. Also Respekt. Da muss man dann auch ein Selbstbewusstsein haben, um so etwas durchzuziehen.
Oh ja. Finde ich. Mhm. Ja. Also mittlerweile ist es ja auch so, dass es für uns jetzt normal ist. Ja. Auch jetzt nach all den Jahren für die Familie und auch für die Freunde. Aber wahrscheinlich müsst ihr euch bei jedes Mal, wenn ihr neue Leute kennenlernt, müsst ihr euch neu erklären und immer dieselben Fragen vermutlich beantworten. Das ja, das stimmt, ja. Teilweise wird es ja auch dann mit dem Schmunzeln aufgenommen und irgendwie so, ach, die erzählt uns da irgendwas. Mhm. Und ja, aber wenn ihr dann schon dann mitbekommen, wie ernst es ist, dass das wirklich so ist. Ja. Liebe Tanja, grüßt du bitte deine beiden Jungs von mir? Das werde ich machen. Die sind so ungefähr in deinem Alter wahrscheinlich auch, ne? Oder sind die anders? 36 und 37. Naja, okay. Du bist 31. Dann grüß mal die alten Jungs von mir sehr herzlich. Und ich wünsche euch dreien wirklich viel Glück und alles, alles Gute, noch viele, viele lange Jahre. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Tanja. Ja. Tschüss. Hätte ich auch fast schon wieder Tatjana gesagt. Wenn man einmal was Falsches sagt, dann hat man sich das eingeprägt. Hier ist Thomas. Thomas ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Thomas. Ja. Um was geht's? Ich lebe auch in einer Beziehung, aber das ist eine sehr kuriose Beziehung. Seit 2002 lebe ich mit einem Stoffbären, 40 Zentimeter groß, zusammen. Ich wiederhole mal, falls ich mich vielleicht verhört habe. Du lebst seit 2002 mit einem Stoffbären zusammen. Mit einem Stoffbären zusammen. Den ich auch überall mit hinnehme. Ja. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin, sitzt er vorne im Fahrradkorb, wenn es nicht regnet. Ja. Ne, und ich kann auch nicht ohne. Das klingt jetzt so fulminant. Ich lebe mit einem Stoffbären zusammen. Viele Leute von uns haben ja irgendwie, weiß ich, so Kuscheltiere oder sowas, auch ältere, auch Erwachsene. Ja, Kuscheltier. Aber hat dieser Bär für dich eine größere Bedeutung als so ein normales Kuscheltier? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher eine 14-jährige Beziehung gehabt, also war 14 Jahre verheiratet und ist alles zusammengebrochen. Und meine Frau hat mich auch als Mann nicht lieben können. Was heißt das, als Mann nicht lieben können? Es lief sexuell, lief nichts bei ihr großartig. All die vielen Jahre nicht? Das zog sich über sehr langen Zeitraum. Also nachdem die Kinder auf der Welt waren, war sehr wenig. Ja. Hat sie sich von mir distanziert. Ja. Und ich habe auch alles versucht, aber ich kann damit nicht. Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Du dich von deiner Frau? Nein, oder wir haben uns dann nachher gütig geeinigt. Ah ja. Wie alt sind deine Kinder? Ich habe eine Tochter, die ist 20 und der Sohn wird 19. Jetzt erklär mir das mal, warum hat dieser Teddybär für dich eine so besondere Bedeutung? Erstmal hat er für mich die Bedeutung, habe ich eine 2001. Ja. Und ich war da in einer Einrichtung, auch für psychisch Kranke, für Wiedereingliederung ins Berufsleben. Und da ist ein Ton angesagt gewesen. Also die haben mit uns umgegangen, als wenn wir der letzte Dreck wären. Mhm. Warum, wenn ich kurz zwischendurch fragen darf, warum warst du in dieser Einrichtung? Weil ich psychisch erkrankt bin. Ja, ja, also immer noch bist? Oder bin ich auch nach wie vor. Was ist das für eine Erkrankung? Ich habe mittlerweile eine Borderline-Störung. Ja. Borderline, das ist dieses selbstverletzende Verhalten. Ja. Persönlichkeitsstörung nennt man das auch. Hm. Vor allen Dingen auch depressiv. Hm. Und jetzt komme ich auch nicht. Nee, und wie gesagt, das ist. Ja, wie ist denn dann. Mit Alkohol, ne? Alkohol. Aber da muss ich auch sagen, Alkohol zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, da bin ich auch mit meinen. Also der Teddy hat auch einen Namen, das ist ein Bubu, heißt der. Ja. Und der hat mir auch dabei geholfen, von dem Problem loszukommen. Also du bist im Moment trockener Alkoholiker? Ich bin schon sehr lange trocken. Hat jetzt diese Erkrankung und auch deine Erfahrung in der Psychiatrie, die beiden Sachen haben etwas mit dem Teddybär zu tun? Ja. So als Flucht, als Nein, das ist dieser Teddy, der gibt mir etwas, was ich zum Beispiel auch bei meiner Frau nicht bekommen habe. Nämlich, was bei denn? Meinem Teddy kann ich weinen. Ja. Das durfte ich bei meiner Frau nicht. Da musste ich im sprichwörtlichen Keller gehen. Bist du zärtlich mit dem Teddy? Ja. Gibt es keine auch sexuelle Beziehung? Keine sexuelle? Nein, keine sexuelle Beziehung. Es ist eine richtig schöne Beziehung. Muss ich feststellen. Also im Prinzip ist es ja so, wie sehr viele Kinder, Jugendliche und eben auch Erwachsene das auch haben. Die haben irgendein Kuscheltier, mit dem man, ins Bett geht, ja, wo man auch mal ein bisschen was erzählt. So ganz ungewöhnlich ist es nicht, aber für dich ist es was ganz Wichtiges. Nein, für mich ist es das Wichtigste in meinem Leben. Also man könnte mir alles um mich herum nehmen, ja, aber den,
dürfte mir keiner nehmen. Das heißt, das ist für dich, auch aufgrund deiner psychischen Erkrankung, ist das so eine Säule, die dich hält. Ja. Das heißt, dieser Teddy ist da, mit dem kann man reden und mit dem kann man schmusen, aber nicht im sexuellen Sinne. Und dem kann man immer alles erzählen. Ja, genau. Ne? Was du vorher vermisst hast bei deiner genau, Familie oder bei deiner Frau. Was ich da vermisst habe. Und es ist, wie gesagt, auch eine große Stütze deshalb, weil ich in der Psychiatrie leider Gottes auch dadurch traumatisiert bin, psychiatrisch jetzt. Mhm. Also das heißt also, dass ich die Behandlung, die ich mir gewünscht habe, nie bekommen habe. Ja, obwohl ich jetzt war dieses Jahr war ich nochmal eine Woche in der Psychiatrie. Mhm. Da habe ich eine sehr schwere Depression gehabt. Und da bin ich auch wiederum froh, weil ich meinen Bubu dabei hatte, konnte ich diese Depression sehr gut überwinden. Ja, ich erahne das, wie du das meinst. Das ist so dein kleines Glück, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so dein Halt im Leben. Obwohl, wenn man das so sagt, vielleicht für einen 49-jährigen Mann das ungewöhnlich ist, aber mit der Geschichte, die du mir dazu erzählst, kann ich das schon ansatzweise nachvollziehen. Nicht wirklich, aber ansatzweise kann ich es erahnen. Was sagen deine Kinder dazu? Ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Familie. Gar nicht mehr, auch zu gar den Kindern? Nicht mehr, gar nicht mehr. Mhm. Bist du sehr viel alleine? Ich lebe sehr alleine, ja. Das ist, was heißt sehr alleine? Ich bin's gewohnt, weil ich komme alleine relativ gut klar. Ich habe auch einen festen Freund, also einen guten Freund habe ich. Mhm. Ja. Auch nur eine richtige Freundschaft. Ne? Und der weiß das auch von dem Teddy? Natürlich. Und natürlich. Der akzeptiert das auch so? Der akzeptiert das. Wo sitzt der Teddy tagsüber, wenn du zu Hause bist? Sitzt er meistens auf der Couch. Und guckt dir zu? Nein, meistens, wenn wir Fernsehen gucken, guckt er mit Fernsehen. Jetzt auch im Moment? Oder ich habe ihn in den Arm. Ne? Ja. Und wenn du dann so allein zu Hause so rumwuselst, dann sprichst du auch schon mal ein Wort mit ihm. Ja, dieses Sprechen, das ist ja verwunderlich für Außenstehende. Mhm. Aber ich vergleiche das so, wenn ich noch daran denke, zum Beispiel als Kind, Abendgebet. Mhm. Ja, man betet zu einem Gott. Mhm. Ja, und dieser Gott ist aber nicht greifbar. Mhm. Ja, während für mich zum Beispiel das Gebet, ist es ja so, dass ich nicht zu Gott bete, sondern Gott hat mir als Mensch das Gebet geschenkt, damit ich zu mir selbst kommen kann und mich hinterfragen kann halt, was mache ich da, was kann ich ändern, was kann ich besser machen. Nun kann der Teddy ja nie etwas zurücksagen. Insofern gesehen ist es ja sowas, ja, wie so ein greifbarer Gott. Mhm. Ja, das ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt. Nein, aber jetzt greifbar. Nein. Sag mal, wie wäre es denn nicht noch schöner für dich? Ich sag's mal einfach jetzt so, wenn du ein Haustier hättest, ein Hund zum Beispiel? Die Überlegung habe ich mir auch schon mal gestellt, aber ich könnte diese Verantwortung für das Haustier leider nicht übernehmen. Ah ja. Weil wenn dann käme für mich sowieso nur eine Katze in Frage. Ja, die selbstständiger ist und die man nicht ständig behüten muss und sich drum kümmern muss. Und wenn ich dann mal wieder in eine Klinik muss, ja, dann geht es mir um das Tierleid. Bist du Frührentner? Ja, ich bin mittlerweile seit diesem Jahr EU-berentet. Ah ja, das heißt, aufgrund deiner Erkrankung kannst du gar nicht mehr arbeiten. Ja, du machst eigentlich so im Gespräch einen recht stabilen und auch so einen guten Eindruck, also keinen sehr finsteren Eindruck oder traurigen Eindruck. Geht es dir im Moment ganz gut? Nein, leider nicht. Nein, Nein leider nicht, weil sich die letzte Chance, die ich für mich nochmal wahrgenommen habe, irgendwo einen Therapieplatz ausfindig zu machen für mich, alleine aufgrund dieser Borderline-Störung, weil die ja auch beinhaltet, dass ich unheimlich Berührungsängste habe. Mhm. Ja, weil ich kann mit Menschen ganz gut kommunizieren, kein Thema. Ja. Aber wenn es um Berührung geht, Nähe oder sowas, gar nicht. Ja. Ja. Das heißt, da war ein Platz und den gibt es jetzt nicht, diesen Platz. Nein, das Problem ist, erstmal schiebt man mich immer in die Richtung Suchterkrankung, wegen der Vorgeschichte mit, weil ich ja Alkoholiker bin, ja, bleibe ich ja ein Leben lang. Ja, natürlich, ja, klar. Und aber auf diese Suchtschiene läuft es dann wieder nur im Rahmen eines... Ich verstehe, das ist eine gute... Weil ich jetzt EU-berentet bin, auf was will man mich jetzt rehabilitieren? Ja, verstehe. Also ich verstehe es nicht wirklich, aber ich erahne, dass das ein richtiges bürokratisches Geflecht ist, in dem du da drin hängst. Das ist ein, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz beschissenes Geflecht. Das glaube ich. Weil ich ja ich wünschte mir ja normal durch diese Therapie, dass ich zumindest am normalen Leben mehr teilnehmen kann. Mm-hmm. Während ich ja so. Wäre dein Wunsch, ne? Immer mehr mich zurückziehe. Ja. Ne? Ich würde mal einen Vorschlag machen, Thomas. Ja. Vielleicht weiß meine Psychologin ein bisschen mehr in diesem Geflecht, als mit Sicherheit mehr als ich das weiß. Ja. Vielleicht kann sie dir da noch ein paar Ratschläge geben. Das wäre mir ganz lieb. Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir dir da ein bisschen weiterhelfen könnten. Ja. Ansonsten finde ich das auch völlig in Ordnung, was du da machst mit dem Teddy. Domin, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt an die Gesprächspartnerin, weil sie eine Frau ist mit zwei Männern, wenn es umgekehrt wäre,
ja. wäre es legitim. Ja. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, ja. wäre das auch irgendwo legitim. Stimmt, hast du recht, ja. Als ja. Mann, ja. da ja. ich ja meine Gefühle ja. nicht so offen zeigen. Ja, ja, du hast recht. Ne? Als meine ja. Frau würde man eher sagen, ach, wie putzig, ne? Oder wie ja, nett oder so. Ne? Ja, ja. Mhm. ja. Also, alles in Ordnung, finde ich, wenn du damit glücklich bist, das ist überhaupt die, das Wichtigste überhaupt, wenn dir das gut tut, muss man da gar nicht drüber diskutieren. Jetzt legst du bitte auf und die ja. Anja, meine Psychologin, ruft dich an und wir versuchen mal, dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Alles klar. Danke. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich habe auf meinem Kontrollmonitor gerade wieder gesehen, ihr Lieben, dass wir kurzfristig zweimal einen Bildausfall hatten. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wir arbeiten dran und wir bitten, das zu entschuldigen. Jetzt geht es weiter mit Nadine. Nadine ist 22 Jahre alt. Hallo Nadine. Hallo. Ja, Nadine, schön, dass du da bist. Ja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, also das hat man ja am Montag schon mal angesprochen gehabt, also da geht es um Prostitution. Mhm. Dass ich da halt ja, seit ich 17 bin, drin arbeite noch. Ach so, du, seitdem du 17 bist, arbeitest du als Prostituierte? Genau. Mhm. Wie arbeitest du, auf der Straße oder in einem Club oder wie machst du das? Also mit 17 habe ich angefangen auf der Straße, halt hauptsächlich auch Privatkunden, also halt zu denen nach Hause, ne? Ja. Hausbesuche, Hotelbesuche. Und heute? Ja, heute unterschiedlich, also manchmal jetzt Privatwohnungen, ja. also Apartments praktisch oder halt in Clubs. Du arbeitest dann aber so für dich alleine oder gibt es da jemanden, der dich organisiert? Nein, also ich arbeite schon für mich alleine. Für dich also allein. Früher hat mich schon jemand organisiert gehabt, aber jetzt alleine. Mhm. Wie kam das damals mit 17, dass du auf den Strich gegangen bist? Gott, also gut, das erste Mal war halt durch eine Freundin. Ich wusste zwar, dass sie das macht. Mhm. Hätte damals aber selber noch nicht gedacht, dass sie das selber macht. Also das war für mich eigentlich nicht einmal vorstellbar. War das für dich eine große Überwindung, das erste Mal zu machen damals? Also extrem, ja logisch. Mhm. Ich war damals allgemein, also muss ich sagen, sexuell ziemlich unerfahren, weil meine erste Begegnung, die ich gehabt habe, war mit 14, das war Vergewaltigung. Mhm. Von daher habe ich mich sowieso nicht also sexuell irgendwie was getraut. Mhm. Und ich habe es damals eigentlich gemacht, weil es ihr ziemlich schlecht gegangen ist, weil wir haben damals Heroin konsumiert. Mhm. Also sie war schon länger drauf, ich noch nicht so. Ja. Und dadurch ging sie halt ziemlich schlecht und ich bin halt mitgegangen zu dem Gast. Mhm. Und er hat halt dann gemeint, ja, entweder ich gehe mit ihm oder wir kriegen halt kein Geld, ne? Ach so. Und so fing es an, kann man das sagen? Wie bitte? Kann man sagen, und so fing es an? So fing es an, ja klar, so weil ihr ging es halt ziemlich schlecht, ne? Kann kaum noch richtig laufen und dann habe ich halt gedacht, na gut. Ja. Mach ich halt. Wie ist das heute? Konsumierst du Drogen? Nein, nicht mehr. Also ich habe 11 Monate Therapie gemacht. Mhm. In der reinen Frauentherapie. Ja. Und danach sicherlich schon mal ein paar Rückfälle gehabt. Das ist klar, aber jetzt seit über einem Jahr komplett gar nichts. Gar nichts mehr. Alkohol auch nur in Maßen. Nein, Alkohol trinke ich absolut gar nicht. Also habe ich früher auch nicht viel. Mhm. Arbeitest du gerne als Prostituierte? Ja, das habe ich mir bis vor ein paar Monaten eingeredet. Ah ja. Und wie kommt es, dass du jetzt eventuell etwas anders denkst? Ja, ganz einfach. Ich habe halt, die erste Zeit habe ich es komplett verdrängt. Also habe ich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, wo ich ein eigenes Geschäft gehabt habe. Und da hatte ich einfach so viel zu tun, also ich war mitunter wirklich oft wochenlang 24 Stunden drin, außer jetzt mal kurz zum Einkaufen raus oder so und da... Also eigenes Geschäft heißt, was heißt das? Ja, ich habe halt ein Apartment gehabt. Ach so, ja. Ja, dann insgesamt haben wir dazu 14 drin gearbeitet. Ah ja, Zimmervermietung praktisch. Ja. Ja, und das habe ich dann allerdings verloren. Ja. Und... Wie kommt jetzt so der Sinneswandel, dass du sagst, ich habe mir das eingeredet? Was stößt dir auf jetzt? Was wird dir klarer? Also ich habe es einfach mitgekriegt, weil ich lebe jetzt mit meinem jetzigen Freund zusammen seit Gott, 3 Monaten circa. Ja, weiß der, dass du Prostituierte bist? Ja, natürlich. Also bei mir weiß es auch die Familie. Ja. Und ja, dadurch hatte ich halt einfach auch viel mehr Zeit zum Nachdenken, weil dadurch, dass ich ihn halt hatte, bin ich dann nicht ständig arbeiten gewesen. Ja. Hast du ihn kennengelernt im Job oder außerhalb des Jobs? Also schon in dem Geschäft drinnen, in dem Club. Aber er war kein Freier? Nein. Er hat das da drinnen ausgerichtet. Er hat eine eigene Firma in der Innenausstattung. Ach so, ein ganz anderes Gewerbe, dann letztendlich doch. Ja. Hat er denn versucht, oder versucht er auch, dich irgendwie da rauszuholen?
Oder lässt er dich da ganz frei laufen? Jein, also er hat schon gesagt, ich sollte selber entscheiden, ne? Mhm. Solange es mir dabei gut geht, hat er halt gemeint, okay, soll ich halt drin bleiben, aber er würde jetzt zum Beispiel auch niemals davon irgendwie Geld mit sich nehmen oder irgendwas. Hast du das Gefühl, dass eure Sexualität, die du privat mit deinem Freund hast, dass die Schaden nimmt oder eben nicht sich so entwickeln kann, weil du den ganzen Tag Sexualität beruflich praktizierst? Also sagen wir mal so, das wirkt sich bei mir nicht nur in der Sexualität aus. Also auch gefühlsmäßig. Ich bin dadurch halt sehr Probleme, überhaupt Gefühle zu zeigen. Ah ja. Mhm. Das überhaupt, ich habe auch vor der Therapie, Gott, jahrelang nicht geweint oder gelacht oder sowas. Das ist. Hast du denn überhaupt Lust, mit deinem Freund zu schlafen? Also ab und zu schon, so ist es nicht. Das schon. Mhm. Also das ist nicht komplett gestorben. Das ist für mich immer so unbegreiflich, wenn man das als Job macht und quasi, ich weiß nicht, wie viele Kunden hast du am Tag, so durchschnittlich? Oh Gott, also momentan ist es eh reduziert, weil ich halt nicht mehr so viel arbeite. Ja. Und es ist auch unterschiedlich, wo man arbeitet. Also es kann sein, dass man jetzt zum Beispiel nur zwei hat, dafür dann halt Stundengäste. Ja. Oder es kann halt passieren, dass wirklich, ich habe schon gearbeitet, da hat man nicht immer Zeit gehabt, eine Zigarette zwischendurch zu rauchen. Also na gut, also nehmen wir mal an. Wie viel? 15. Wahnsinn. Ja, am Abend. Also wenn ich mir so vorstelle, wenn man 15 Mal mit einem Typ gepennt hat, wenn auch jetzt nur geschäftlich, dass man dann irgendwie überhaupt keinen Bock mehr hat, dann will man unter die Dusche und die Beine hochlegen und Fernsehen gucken oder so. Dass man da keine Lust mehr hat, dann privat wieder mit seinem Freund auch wieder ins Bett zu gehen. Ja, das ist klar. Also wenn man so viele hat, dann natürlich nicht mehr. Dann natürlich nicht. Mhm. Also dann werde ich dann auch manchmal etwas gerammt. Du musst doch in all diesen Jahren sehr viel Geld verdient haben, oder? Ja, hatte ich auch. Was heißt hatte ich? Warum ist es weg, das Geld? Ja, das hängt damit zusammen, dass ich damals, wie ich das Geschäft gehabt habe, halt mit einer Freundin zusammengelebt habe. Mhm. Also, ach Gott, wie lange war das? 2,5 Jahre, fast 3 Jahre. Mhm. Und es ist dann allerdings so gekommen, dass ich dann weggefahren bin für 2 Wochen. Ja. Und einen Vertrag unterschrieben habe praktisch für ein Haus, weil ich mich einfach erweitern wollte. Ja. Und ich bin dann zurückgekommen und ich habe das Geld allerdings in der Geldkassette gehabt, weil nach 2,5 Jahren habe ich ihr so vertraut. Ach du je, ich ahne Schlimmes. Das Geld war weg. Nicht nur das Geld, meine Wohnung, mein Hund und das Geld. Ui, wie viel Geld war das? Das waren 70.000. 70.000 Euro, ja, das ist natürlich. Das heißt, du hast danach jetzt wieder von danach mit null angefangen? Ja. Mhm. So, jetzt sagst du, ich habe mir das früher eingeredet, dass mir das Spaß macht. Gibt es vage Gedankengänge oder vielleicht sogar schon konkrete Gedanken, dass du aussteigen willst aus diesem Gewerbe? Ja, das ist eigentlich mein Ziel. Was hält dich davon ab, es zu tun? Es ist verdammt schwierig. Also ich habe es jetzt probiert, ne? Und der Fakt ist einfach halt, denke ich, auch das Geld. Ich meine, wenn man das gewohnt ist, ich habe halt nie richtig gearbeitet. Ja. Hast auch keine Ausbildung vermutlich? Natürlich, ne? Oder? Ausbildung habe ich nicht. Zwar einen Schulabschluss von 2,3, aber halt keine Ausbildung. Ja. Und ja, es ist einfach schwierig, wenn ich daran denke, dass ich mich da 8 Stunden hinstelle oder 5 Stunden für, sagen wir mal, knapp 50 Euro, wenn es jetzt der Mindestlohn ist. Mhm. Und das habe ich normal in 10 Minuten. Ja, aber vielleicht darf man irgendwann nicht mehr so denken. Ja, das ist halt schwierig. Ja, ne? Ja. Und vielleicht, ich meine, du bist ja erst 22 Jahre alt, wenn du einen guten Schulabschluss hast. Ist das ein Hauptschule- oder Realschulabschluss? Das ist Hauptschule, also qualifizierter. Naja, aber immerhin. Bestünde ja auch die Möglichkeit, wenn du es geschickt anstellst, dass du noch eine Lehre machst in einem Beruf, der dich interessiert. Das stimmt, ja. Also ich bin jetzt sowieso am Überlegen. Ich hätte ja die Chance, jetzt in einer normalen Bar zu arbeiten. Mhm. Und bin am Überlegen, ob ich das eventuell dann per Fernstudium erstmal die Realschule nachmache. Das wäre natürlich ganz super. Das wäre ganz super. Weil das war eigentlich immer mein Ziel. Ich hätte ja damals auch locker die Realschule geschafft. Ja, also du kennst wahrscheinlich, das muss ich ja gar nicht erzählen, genügend Mädels, die eben den Absprung nicht schaffen. Oh ja. Oh ja. Und die dann irgendwann, wenn sie schon eigentlich viel zu alt sind, es wirklich jämmerlich endet, das Ganze. Also ich kenne sogar welche, also erstens mal kenne ich einige, die sind halt Alkoholiker geworden. Oder so. Mhm. Manche im Methadon-Programm und zwei haben sich sogar umgebracht. Mhm. So, und du hast die Chance, du bist jung, du bist pfiffig und du hast einen ganz guten emotionalen Rückhalt jetzt auch durch deinen Freund, was man ja nicht unterschätzen darf. Ja. Gut, du hast nicht mehr den Luxus und du hast nicht so schnell Geld verdient. Okay, alles, man kann nicht alles auf einmal immer haben. Nein, also der Luxus ist es gar nicht so, was mich so reizt. Nein, ich meine jetzt den Luxus, relativ schnell Geld zu verdienen, so meinte ich das jetzt. Es ist eigentlich mehr so Zukunftsangst, weil ich mir immer denke, ich möchte lieber eine Sicherheit haben. Ja, aber die beste Sicherheit ist doch, wenn du jetzt
so etwas machst, wenn du dich einfach weiter qualifizierst. Wenn du einen Realschulabschluss machst oder vielleicht dann irgendwann eine Lehre oder weiß ich, vielleicht sogar irgendwann Abitur, weiß der Teufel was. Das ist die beste Versicherung für deine Zukunft. Und du bist raus aus dem Gewerbe, wenn es dir jetzt schon keinen Spaß mehr macht. Das sind ja alles Signale aus deinem Inneren. Dann mach es, dann mach es, dann mach es. Vielleicht ist das jetzt die ideale und geniale Situation für dich, das auch durchzuziehen. Dein Freund würde dir doch bestimmt beistehen bei der ganzen Sache. Ja gut, er hat durch die Firma halt auch viel Stress selber am... Na gut, aber er wäre halt da für dich und er fände es bestimmt auch gut, wenn du es machen würdest. Ja, das auf jeden Fall. Hast du denn materiell so viele Dinge, dass es sehr schwierig ist für dich, mit weniger Geld auszukommen? Also Stichwort, hast du eine große Wohnung, hast ein teures Auto oder ging das alles? Na, das ging alles. Also ich, wie gesagt, also materielle Dinge haben mich eigentlich noch nie großartig interessiert, trotz des Geldes. Ich habe trotzdem normal gelebt, ich habe trotzdem eine normale Wohnung gehabt, also... Also Nadine, das ist, auch das finde ich wichtig. Mir haben auch schon oft Mädels erzählt aus deinem Gewerbe, die sagen, naja, ich bin so daran gewöhnt an tolle Klamotten und an Wohnung und weiß ich was alles. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Wenn du das jetzt sogar sagst, das macht dir gar nichts aus. Also noch ein Argument mehr, jetzt schnell zu handeln und das Leben zu verändern. Zumindest das einzuleiten, die Veränderung. Ja gut, ich denke mir mal, das ist halt eben auch die Angst mit vor der Veränderung. Ne? Ja, klar. Wenn man sein Leben lang nur so kennt, das ist halt so klar, schwierig. Sicher. Dann kommt halt noch die Vergangenheit mit dazu, was dann halt auch wieder alles kompliziert. Also es ist Dennoch, nicht einfach. Ich finde, du machst einen tollen Eindruck. Und ich finde das, ich sag's mal einfach so, jetzt ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du das schaffst. Und dass du irgendwann froh sein wirst, wenn das vielleicht auch die ersten Jahre eine schwierige Situation für dich ist, aber dass du irgendwann sagst, Mensch, gut, dass ich es damals gemacht habe. Das war die richtige Zeit für den Absprung. Liebe Nadine, ich wünsche dir alles Gute und drück die Daumen. Und ja, danke. Toi, 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 wirklich. Alles Vielen Liebe. Dank. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, morgen heißt unser Thema, Meer. M-E-E-R. Also das Wasser, Meer. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die ihr mit dem Meer verbindet. Unfälle aller Art. Schöne Ereignisse aller Art, die ihr im oder mit oder durch das Meer schon erlebt habt. Vielleicht ist ja sogar einer schon getraut worden. Das gibt es ja auch. Würde vielleicht auch gerne mit dem einen oder anderen sprechen, der eine Seebestattung für einen Angehörigen durchgeführt hat. Also alles, was irgendwie mit dem Thema Meer zu tun hat, das ist morgen hier unser Gesprächsmittelpunkt. Wenn ihr euch gerne beteiligen wollt, dann mailt mir unter domian@wdr.de oder morgen anrufen ab 0 Uhr und um 1 beginnt die Sendung. Hier ist Melissa. Melissa ist 22 Jahre alt. Hallo Melissa. Hi. Hi. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich bin 38, ich bin 22 und ich habe mich im Mann verliebt, der ist 38. Ja. Und zwar, ich arbeite in eine Kneipe. Mhm. Und ich sehe diesen Mann aber immer nur am Wochenende. Dieser Mann war verheiratet, hat 3 Kinder von dieser Frau, ja, lebt jetzt in einer Beziehung, hat von dieser Frau ein 3 Monate altes Kind. Aha. Und er sagt zu mir, er liebt mich, aber er würde diese Frau nie für mich verlassen. Wie weit ist es denn bei euch schon gediehen? Also ziemlich weit schon. Das heißt, ihr habt auch schon miteinander geschlafen? Genau, ja. Wie lange läuft das Getuchtel jetzt schon? Seit 4 Monaten. Ja. Ja. Und wie oft, du siehst ihn am Wochenende, sagst du immer? Ich sehe ihn immer nur Freitags, Samstags, Sonntag. Aber er kommt jedes Wochenende zu dir oder siehst du ihn während der Arbeit? Er kommt zur Arbeit zu mir und dann fahren wir dann von nach Arbeit zu mir nach Hause und dann bleibt er das ganze Wochenende bei mir. Und was erzählt er seiner Freundin? Lügengeschichten. Jede Woche eine neue Lügengeschichte? Genau. Auch komisch, ne? Ja, und jetzt Sonntag kam eine SMS von seiner Freundin, dass sie da keinen Bock mehr drauf hat, dass sie jetzt geht. Und dann ist er plötzlich aufgestanden und sagt, ich muss weg, ich muss gehen. Und dann ist er gegangen. Hat aber zu mir gesagt, er wird aber seine Frau nie für mich verlassen, da das Kind halt da ist. Ja. Und wie ist es dann weiter? Er ist dann aufgebrochen und dann? Ja, und dann habe ich ihn jetzt bis jetzt nicht mehr gesehen. Ach, auch gar nichts mehr gehört von ihm seitdem? Nein, gar nichts mehr. Das war Sonntag? Ja, das war Sonntag. Jetzt haben wir Donnerstag quasi. Donnerstag, ja. Und ich sehe ihn erst wieder Freitag. Wenn er einen Arsch in der Hose hätte, dann hätte er dir zumindest irgendeine SMS geschickt, irgendwas. Ja, aber wir haben noch nie, also
Und Umnummern haben wir auch nicht ausgetauscht, weil er das auch nicht möchte, weil die Freundin auch was mitkriegen könnte. Und ach so, ihr habt normalerweise zwischen euren Trefftagen auch nicht per SMS oder so nein, kommuniziert. Ach so. Nein, er möchte so. Das nicht. Aber dennoch hätte er dich ja mal anrufen können, denn das war eine besondere Situation, weil er abgehauen ist oder weil er gegangen ist. Ja. Jetzt sitzt du da zitternd und wartest auf den Freitag. Was passiert jetzt? Genau. Ist eine blöde Lage für dich. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen sind dir die Hände gebunden und du sitzt da und wartest ab, was der Herr nun entscheidet. Genau. Ja, aber er wird sie nie für mich verlassen, das hat er mir auch klipp und klar gesagt. Aber er sagt auch zu mir, er liebt mich. Mhm. Deshalb verstehe ich das nicht. Ach, ich verstehe das schon. Ja. Der Knabe will's nett haben. Der mag vielleicht seine Frau und mag auch das kuschelige Familienleben, mag aber auch eine attraktive Freundin nebenher und mag wahrscheinlich euren Sex auch. Und so lässt er sich von allen Seiten das Beste zukommen, ohne Konsequenzen zu tragen. Mhm. Eigentlich eine ganz feige Verhaltensweise. Das habe ich Ihnen schon so oft gesagt. Ja, finde ich schon. Auch eine dich beleidigende Verhaltensweise. Ja, sicher. Und ich habe auch jetzt schon seit 2 Monaten rede ich davon, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber wenn ich ihn dann wieder sehe, werde ich doch wieder schwach. Hm. Weißt du, auch so ein Satz, ich liebe dich, aber ich verlasse meine Freundin nicht. Finde ich eine Unverschämtheit. Damit du still bist, aber letztendlich musst du doch so kuschen, wie er es möchte. Ja. Ja. Jetzt ist natürlich dann die absolute Grundfrage, warum, Melissa, machst du mit? Jetzt sagen wir es ja nicht, weil ich ihn liebe. Nee, ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nicht, irgendwas hat er, was ich total super toll finde und... Ja, aber du sitzt ja in einer Sackgasse. Ja. Oder ist da so eine Hoffnung, vielleicht, wenn ich besonders nett zu ihm bin und mich besonders anstrenge im Bett, dann verlässt er vielleicht auch seine Frau. Ist so eine Hoffnung da? Ja, so ein bisschen, ja, doch. Mhm. Also ich meine, lass es dann doch jetzt mal ankommen auf den Freitag, wenn du ihn siehst. Mhm. Je nachdem, was er da sagt, dann wird er ja... Es kann auch sein, dass er nicht kommt, ne? Kann auch sein. Ja. Gab es das schon mal in den letzten 4 Monaten, dass er nicht gekommen ist? Nein, er ist immer da gewesen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Wenn er kommt, wird er dir vielleicht wieder eine neue Lügengeschichte auftischen, um dich bei der Stange zu halten. Ja. Wenn er nicht kommt... Ist die Sache so klar? Wenn er diese Woche nicht kommt, aber nächste Woche kommt, musst du dir alles überlegen, wie du dich verhältst. Ja. Ich meine, dann müsste es für dich aber auch absolut klar sein. Aber du müsstest eigentlich schon für diese Woche dir was zurechtlegen, wie du dich verhältst. Ja, ist schwer, ist das. Eigentlich müsstest du sagen, pass mal auf, irgendwie geht das so nicht. Ich komme damit nicht klar, lass es uns sein lassen und komm bitte nicht mit mir nach Hause. Das haben wir schon so oft gemacht und irgendwie sind wir dann doch wieder dann... Wie würdest du denn dein Gefühl für ihn beschreiben für mich? Ich mag ihn super doll. Mhm. Ich finde ihn nett, er ist... Wie sehr leidest du daran, an der Situation? Ich leide sehr. Sehr? Ja. Das heißt, da ist eigentlich vielleicht ein bisschen mehr als nur mögen. Ja, ein bisschen schon. Sonst könntest du ja sagen, okay, ich finde den ganz nett, ich lasse mich darauf ein, auf die Affäre und ich will eh nicht von dem mehr. Wenn du auswählen könntest, würdest du den schon gerne als deinen festen Freund haben? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. So, und da muss man abwägen. Da muss man abwägen, wie viel Leid einem das einbringt. So ein Verhältnis. Und da musst du irgendwann, musst du für dich den Schlussstrich ziehen und sagen, ich kann nicht mehr. Dann ist vielleicht der Trennungsschmerz ist vielleicht im ersten Moment größer, als der Schmerz vorher, aber es ist die richtige Entscheidung, weil auf Dauer zermürbt dich das hundertprozentig. Ja. Ich finde ja auch, auf Dauer solltest du den Respekt vor ihm verlieren, was er da macht. Das, was er mit seiner Frau macht, würde er vielleicht gegebenenfalls auch mit dir machen. Ja, so denke ich ja auch. Und wenn er zu dir sagt, ich liebe dich, verhält man sich einem Menschen gegenüber so, den man liebt, wie er sich dir gegenüber verhält? Nein. Ganz anders. Nein, ja, ganz anders. Es wäre dir sehr zu wünschen, dass du allmählich den Respekt vor ihm verlierst. Hm. Denn dann entliebt man sich auch wieder. Wenn das Bild einfach einen Riss kriegt, was man von jemandem hat.
Also ich kann dir nur zusprechen, Melissa, das wird wahrscheinlich nicht sofort gehen, aber dass du für dich eine klare Haltung entwickelst und auch mehr Kraft irgendwie aus dir raushaust, Nein zu sagen. Letztendlich ist es für dich besser, hundertprozentig. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Den Rest, die saure Arbeit musst du machen. Das musst du, du musst es machen. Du musst es durchziehen und aushalten eine Weile, ja. Das ist so. Liebe Melissa, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Von Melissa zu Susanna. Nee, Susanne, nee, guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo, guten Morgen. Du bist 43. Ja. Susanne, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, dass ich seit knapp 4 Jahren mit einem Mann schlafe und ihn noch nie gesehen habe. Wie bitte? Ja. Bist du blind? Nein, bin ich nicht, nein. Ich habe ihn über das Telefon kennengelernt. Ich habe nebenbei bei einem Pizzaservice gearbeitet, wo er angerufen hat. Und er hatte nur den Namen gesagt und dass er gerne was zu essen bestellen möchte. Und da war mein erster Gedanke, mit diesem Mann möchte ich gerne Sex haben. Weil die Stimme so geil war. Weil die Stimme so geil ist, ja. Ja. Und wie gesagt, er hat öfter bestellt und da war auch nicht mehr als diese Bestellung. Aber dann hat man doch mal länger miteinander telefoniert. Ja. Und dann konnte ich halt lieber nicht, weil ich noch mehrere Leitungen ja hatte. Ja. Und dann sagte er, wird gerne mit mir mal länger telefonieren. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich mir die Nummer aus dem PC mitnehmen kann. Und dann habe ich ihn halt privat angerufen. Und dann wollte er sich auch mal gerne mit mir treffen. Und das habe ich dann allerdings verneint. Mhm. Und irgendwann sagte er dann auch mal, dass er mit mir schlafen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, das sei ja nun ein wenig schlecht, weil ich ihn ja noch nicht sehen möchte. Und dann haben wir halt abgemacht. Stopp mal, du hast gesagt, du möchtest ihn gar nicht sehen. Nee, das habe ich gesagt. Ja. Warum nicht? Weil ich natürlich die Fahrer, die ihm das Essen gebracht haben, natürlich mal von hinten rum so gefragt habe und gesagt, so, ich bin der Meinung, ich kenne den irgendwoher, so, wie sieht er denn aus? Und von den Beschreibungen her war das jetzt überhaupt nicht mein Typ. So. Ach so, du wolltest dich nicht desillusionieren lassen. Genau, die Stimme war so spektakulär für dich. Ja, total. Und du wolltest nicht dann sagen, ach nee, mit dem dann doch nicht. Ja, und wie gesagt, auch eine Fahrerin, mit der ich auch privat befreundet war dann auch mal bei ihm und sie sagte dann auch, also komm, vergiss es, weil... Also so, jetzt erzähl mir bitte, wie du seit 4 Jahren mit dem Typ schläfst, ohne dass du ihn siehst. Im Dunkeln? Also ich fahre dann zu ihm hin und klingel unten und er macht dann von oben auf. Und ja. Und dann gehe ich hoch und er legt sich wieder ins Bett, es ist alles dunkel und die Wohnungstür ist offen. Ich gehe dann rein und ziehe meine Schuhe und meinen Mantel aus. Oder Jacke, was immer ich anhab. Und dann gehe ich halt in sein Zimmer, wo das Bett ist. Und da ist es stockfinster in dem Zimmer? Ja. Und dann geht's zur Sache? Nee, das gar nicht sofort. Ach, ihr redet erst ein bisschen mit mir. Ja, natürlich doch. Also es passiert öfter, dass wir wirklich 1-2 Stunden lang miteinander nur reden, ich bei ihm im Arm liege und dass wir nach 2 Stunden erst Sex haben. Das ist ja unfassbar. Das heißt, du kannst dich in dem Dunkeln dann komplett auf das konzentrieren, was du toll findest, nämlich seine Stimme. Ja. Aber man fühlt doch auch einen Menschen. Ja, natürlich fühle ich ihn. Das, so, das gefällt dir das denn, was du... Ja, das fühlt sich auch gut an. Das fühlt sich gut an. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist doch total schräg, was du da machst. Ja, vor allen Dingen, ich bin auch so ein Angsthase. Und als ich dann, als es dann halt beschlossen war, oder ich dann halt dachte, okay, dann komme ich halt vorbei, so, da habe ich mich unter die Dusche gegangen und habe gedacht, sag mal, bist du eigentlich nicht normal? Also, wer weiß, was für ein Perversling das ist oder... Mhm. Der stinkt, der hat faule Zähne im Mund oder so. Ja, was machst du da eigentlich so? Und, vorher schon mal so was Ähnliches gemacht? Nein, noch nie. Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht sonst so ein... Nein, überhaupt nicht. Aber du klingst für mich so, als würdest du auch nichts anbrennen lassen. Nee, das täuscht. Das täuscht, ach so. Das täuscht. Nee. Also, er ist auch der Einzige. Ich hatte, wie gesagt, in knapp 4 Jahren jetzt einmal eine einjährige Beziehung. In der Zeit bin ich natürlich nicht zu ihm hingefahren. Da bin ich schon mal beruhigt. Nee, weil ich, also treu ist bei mir an erster Stelle, das ist für mich A und O. Und aber als dann, wie gesagt, der Schluss war, dann habe ich doch mal wieder... Aber du hast wirklich recht, das allererste Mal ist A, gefährlich. Du wusstest ja auch nicht so, naja, du ein bisschen kein, wusstest du schon über den, der... Ja, aber trotzdem war das ja Wahnsinn von mir, ja. Aber es gab keinerlei Enttäuschung beim ersten Mal. Nein, überhaupt nicht. Und also ist das Zimmer denn wirklich, ich meine, die meisten Zimmer sind ja nicht hundertprozentig dunkel, sondern man sieht ja so Konturen oder so. Ist das Zimmer, wo du das dann... Ja, war wirklich, ja, ja. Wie eine Dunkelkammer. Ja. Wenn ihr beiden dann fertig seid, dann ziehst du dich im Dunkeln... Nein, dann bleibe ich noch bei ihm. Wie lange?
Ach, weiß ich nicht, ist verschieden. Also ich arbeite ja auch, ich muss ja morgens auch früh hoch und wenn ich dann nicht das Wochenende bei ihm war oder so, dann... Aber wenn du morgens dann wird es doch hell, wenn du bei ihm schläfst. Nein, ich habe noch nie bei ihm geschlafen. Ach, du bleibst dann nur ein bisschen noch bei ihm? Nein, wenn ich da einschlafe und das wird morgens hell, dann sehe ich ihn ja. Eben. Das mache ich ja nicht. Nein, also das... Aber irgendwann ziehst du dich dann im Dunkeln wieder an und haust ab. Dann packe ich wieder mein BH, meinen Slip und was ich anhatte, gehe ins Badezimmer, mache da Licht an und ziehe mich an und gehe dann zurück und verabschiede mich von ihm und dann fahre ich nach Hause. Und das passiert immer in seiner Wohnung? Ja. Ja. Und, ja, ja. Und wie oft so? Jetzt im Moment nicht so oft, weil er ein bisschen Stress mit der Freundin hat. Also die wohnt auch jetzt nicht hier. Achso, er hat eine Freundin. Der hat eine Freundin, ja. Mhm. Aber die wohnt, wie gesagt, die wohnt nicht in unserer Stadt. Und da ist er jetzt doch öfter und ja, das war verschieden. Also es kam mal, war manchmal, dass ich einmal die Woche da war, dann war auch mal einen Monat gar nichts und telefonisch war doch regelmäßiger Kontakt. So. Aber für ihn muss es ja genauso kurios sein wie für dich, denn er oder kennt er dich vom Ansehen? Hat er dich irgendwo schon mal gesehen? Also da ich ein sehr auffälliges Auto habe und vor seiner Tür mal geparkt habe, bin ich mal abends unterwegs gewesen mit einem Freund, es war im Sommer. Ja. Und dann hatte ich mein Auto von der Kneipe geparkt, wo man auch draußen sitzen kann. Mhm. Und da hat er mich dann zwei Tage später angerufen und hat gefragt, ich sage jetzt nicht, wo ich da war. Mhm. Nee, das ist hier recht bekannt. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ich sage, woher weißt du, dass ich da war? Und dann sagt er, ja, wie war's denn? Und dann sage ich, woher weißt du das? Also er weiß, wie groß ich bin und welche Haarfarbe, welche Augenfarbe ich habe. Also die groben Äußerlichkeiten kennt er jetzt. Ja, das hatte ich ihm auch, nein, weil ich ihm das gesagt habe. Ja, das auch noch. Naja, auf jeden Fall. Und ich hatte nur den Wagen vor dieser Kneipe geparkt und draußen war Terrasse und er saß mit seinem Cousin da draußen und hat mich dann halt in den Wagen steigen sehen und hat mich halt gesehen so. Also Die Illusion wäre sofort kaputt, wenn er mittendrin das Licht anmachen würde. Ja, da würde ich ihn morden. Das darf nie passieren. Das wird er aber auch nicht wagen, weil dann wird er mich auch nie wiedersehen. Ja. Das weiß er auch so. Und ist denn doch nicht letztendlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt du wäre, irgendwo hätte ich doch so eine Neugierde. Das sagen alle meine Freundinnen, die sagen alle immer, sag mal, du musst doch mal, aber nee, komischerweise, nee. Ja, du bist ja vorgewarnt, wenn da schon Freundinnen gesagt haben, nee, das ist es nicht so. Ja, genau, ja. Aber wenn die sagen, das ist es nicht so, kannst du das nicht auch ertasten, dass es das nicht so ist? Nein. Also er hat total schöne dicke Haare und seine Haut ist auch okay und sein Körper auch und er kann toll küssen und der Sex ist gut und was will man mehr? Was will Frau mehr? Wohl. Und wie gesagt, das ist nicht nur der Sex und sondern wir unterhalten uns auch und wenn er Kummer hat oder so, dann ruft er mich an umgekehrt und wir sagen uns auch, dass das wir uns lieben, aber das ist natürlich eine andere Art von Liebe. Ja, aber natürlich. Aber das ist jetzt nicht nur einfach reiner Sex, absolut nicht, nein, also das... Da ist schon eine bizarre Beziehung entstanden, kann man so sagen. Ja. Ich weiß, dass das nicht normal ist, also wenn das jemand in der Talkshow erzählen würde, dann würde ich auch sagen, wer denkt sich denn so einen Schwachsinn aus, das gibt's doch gar nicht. Aber ich habe sowas sonst noch nie, ich würde weder auf dem Parkplatz oder in Darkrooms oder... in Singerclubs oder sowas, überhaupt nicht. Aber so eine Geschichte, muss ich hier sagen, habe ich auch noch nicht gehört. Nee, ich weiß, nee? Das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich auch heute gedacht, rufe ich mal an. Das ist schön, das ist interessant, dass du angerufen hast und das interessiert. Darf ich dich mal fragen, was du vom Beruf machst, wenn du es erzählen magst? Ich bin Beschäftigungstherapeutin. Was bist du? Beschäftigungstherapeutin. Beschäftigungstherapeutin, ja. Mhm. Ja. 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 Liebe Susanne, das war wirklich sehr interessant. Und vielleicht bringt das den einen oder anderen auf die Idee, sowas auch? Nee, das würde ich, nein, bitte nicht. Bitte nein, nicht nachmachen, weil es auch unter Umständen gefährlich ist. Weil das ja wirklich, also ich hätte auch wirklich damit auf die Schnauze fallen können. Bitte nicht nachmachen. Ne, also als ich letztens das gehört habe hier mit dieser Dame da, die mit dem Spanner da, also da habe ich hier nur gelegen und gedacht, also das darf alles nicht wahr sein. Also das, nee, also das kann wirklich ins Auge gehen. Also ich habe nur Glück gehabt. Ja. Aber ich würde sowas nie wieder, das ist ein einmaliges Ding für mich und ich würde das auch mit keinem anderen machen wollen. Ja. Und von daher, bitte nicht nachmachen. Gut. Das kann ins Auge gehen. Ich schließe mich an. Okay. Wünsche weiterhin... Deine Sendung ist ganz, ganz toll, wollte ich sagen. Dankeschön, Susanne. Ich bin nun morgen, muss ich nicht arbeiten, kann das dann gucken und machst du ganz toll. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Alles Gute wünsche ich. Okay. Tschüss. Alles dir auch. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Meer, also das Wasser, Meer, M-E-E-R. Ich möchte gerne mit euch reden über Geschichten, die ihr in Wegen oder um das Meer herum schon erlebt habt. Traurige Geschichten, schöne Geschichten, verrückte Geschichten. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das unter unserer bekannten E-Mail-Adresse oder ruft morgen an. Eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen schon geschaltet oder halt dann während der Sendung. Milena, guten Morgen.
Guten Morgen, Milena. Nicht Milena. Wie? Milena? Milena. Heute habe ich es aber mit dem Namen. Milena, 19 Jahre alt. Ja. Das klingt so griechisch. Nein, italienisch. Italienisch, Milena. Ja. Milena, um was geht's? Also, es geht darum. Oh, das ist aber ein schwerer Seufzer. Ja, ich habe auch, das ist auch im Moment ein ganz arges Problem für mich. Ich habe seit 4 Jahren eine Beziehung mit einem 10 Jahre älteren Mann und habe seit 3 Monaten ein Kind mit ihm und habe mich eigentlich immer sehr wohl bei ihm gefühlt, weil er mir immer was beigebracht hat, weil er halt schon reifer und erfahrener ist. Du hast, und ich halte da mal eben, ich mache da mal eben einen kleinen Stopp. Ja. Seit 4 Jahren, das heißt, der hat dich kennengelernt, als du 15 warst. Ja. Das ist ja schon heikel, ne? Ja, es war auch... Um nicht zu sagen, es ist nicht heikel, das ist nicht in Ordnung. Nee, es war auch eine ganz komische Geschichte, weil ich noch zu Hause gewohnt habe und wir haben uns über das Internet kennengelernt. Und wir wussten vorher nicht, wie alt wir waren und ich habe mit ihm telefoniert und er hat mit mir telefoniert und er dachte, ich wäre älter und ich dachte, er wäre jünger. Und irgendwann haben wir dann von unser tatsächliches Alter erfahren und dann habe ich auch sehr viel Ärger mit meiner Mutter gehabt. Meine Freunde haben mich auch gefragt, ob ich nicht mehr ganz dicht bin. Und er hatte natürlich mit seiner Familie genauso viel Streit. Ja. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich eine sehr heftige Kindheit hatte und Jugend, bin ich doch schon etwas reifer und erwachsener als manche in dem Alter gewesen. Also auf jeden Fall, ihr seid zusammengeblieben, trotz aller Schwierigkeiten? Ja, wir sind zusammengeblieben, trotz aller Schwierigkeiten. Und sind so, und jetzt bist du Mutter. Tatsächlich 4 Jahre zusammen, ja. Und 3 Monate, sagst du. Und jetzt habe ich vor 1,5 Monaten ungefähr jemanden kennengelernt. Und dieser Mensch bedeutet mir, seitdem ich ihn das erste Mal gehört habe, alles. Also meine Tochter ausgenommen jetzt. Wie? Deine Tochter aufgenommen? Ausgenommen? Meine Tochter ausgenommen. Du hast gerade gesagt, also seitdem ich ihn das erste Mal gehört habe. Ja. Wo hast du ihn gehört? Wir haben uns ganz komisch kennengelernt. Er hat irgendwie die falsche Nummer gewählt und ist bei mir rausgekommen. Ein Zufall? Ja. Ein wirklicher Zufall? Ein wirklicher Zufall. Und da war der gleich nett am Telefon und hast gedacht, boah, ist der sympathisch. Ja, seine Stimme. Die Stimme. Er hat einfach, und die Art, wie er mit mir gesprochen hat. Ja. Und hast du ihn einfach genauso wie ich, nur männlich, ja. Ja, das will ich hoffen. Wie alt ist er denn? Er ist 21 geworden am Montag. Am Montag? Ja. Hast du ihn denn schon gesehen? Ja. Das heißt, da ist eine heimliche Beziehung entstanden schon? Ja. Das heißt, da ist doch schon was gelaufen? Ja. Du lebst aber mit deinem Freund zusammen, dem Vater deines Kindes? Nein. Nein? Ich habe mit ihm mal zusammen gewohnt und bin dann aber aufgezogen, wohne noch in dem gleichen Ort. Allerdings in meiner eigenen Wohnung, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und mich eingeengt geführt habe. Weil ich es einfach nach 2 Jahren gemerkt habe, mit 17 Jahren dann, habe ich gemerkt, dass das Leben auch noch was anderes zu bieten hat und habe dann langsam angefangen auszubrechen aus dem Ganzen. Ja, auszubrechen sogar, das ist ja schon ein gravierendes Wort. Ja, ist auch gravierend. Also ich fühle mich, das heißt, seit 2 Jahren ist er eher ein Freund für mich und jemand, der immer hinter mir steht, er ist immer wirklich für mich da. Aber dennoch bist du schwanger von ihm geworden, obwohl das da vorher schon sehr eingebrochen war. Ja. Wie kam das? Es ist passiert, also wir hatten nicht mehr sehr oft Sex miteinander, aber wir hatten unseren Jahrestag und da ist es passiert. Es ist passiert und ihr habt mich verhütet. Ja. Ist es richtig, wenn ich sage, du liebst ihn eigentlich nicht mehr? Nein. Das ist nur... Also auf eine andere Art und Weise. Ja, eine freundschaftliche Ebene, ist eine Verbindung, weil er der Vater deines Kindes ist. Genau. Dann wärst du ja eigentlich im grünen Bereich. Da sind die Fronten geklärt. Sind die wirklich geklärt? Nein. Ah, da ist es. Das Problem ist, dass er so viel für mich getan hat, wirklich sehr, sehr viel für mich getan hat, dass ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen hätte, wenn ich ihm jetzt sagen würde, dass es aus ist.
weil ich weiß, dass ich seine Traumfrau bin und er alles für mich tun würde. Ach so, und also bei ihm ist das anders. Er würde gerne weiter und noch intensiver mit dir wieder zusammen sein. Er will mich heiraten, ja. Ach so. Aber er hat das schon mitbekommen, dass du eigentlich, abgesehen jetzt auch von deinem neuen Freund, so auf Distanz bist. Ja, hat er schon mitbekommen. Die letzten 3 Wochen habe ich ihn gebeten, komplett bei sich oben in seiner Wohnung zu bleiben und alles von sich mitzunehmen, weil ich im Moment nachdenken muss und Entscheidungen treffen muss und ich weiß, wie es weitergeht. Hast du es so gesagt? Das heißt, da wittert er doch vielleicht auch schon was, oder? Ja, tut er. Aber er muss das doch schon vorher gemerkt haben, schon vor einem Jahr ungefähr, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war zwischen euch beiden. Wir hatten auch schon häufig Auseinandersetzungen. Aber es ist dann immer wieder dazu gekommen, dass ich mich eigentlich, und das hört sich böse an und ich traue mich das kaum zu sagen, aber aus Mitleid dann doch wieder gesagt habe, okay, lass uns wieder zusammen sein. Aber weil ich ganz genau weiß, dass er ohne mich sehr einsam wäre. Ja, aber du hast es gerade schon richtig selbst so verhalten gesagt. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aus Mitleid. Aus Mitleid ist es immer schlimm, mit jemandem zusammen zu sein. Ja, das stimmt. Und die Motivation, dass es nur Mitleid ist, was einen zu einem anderen bringt, das ist nicht gut. Das stimmt schon, aber es ist ja auch mein Kind. Ich denke ja nicht nur an mich, weil... Aber ich sag dir, Melina, wenn du jetzt... Du hast es mir gerade geschildert und ich habe so das Strahlen in deinen Augen quasi gehört schon. Ich habe deine Stimme gehört. Du bist jetzt verliebt. Ja. Und du bist verdammt verliebt, ne? Und du bist schon seit langem nicht mehr verliebt in den Mann deines Kindes. Ja. Das sagt mir, da ist sowieso der Zug abgefahren. Und über kurz oder lang hätte das passieren müssen. Und du wirst ja jetzt eine Lösung finden müssen, die sicher für den Vater deines Kindes schmerzlich ist. Das glaube ich auch. Aber was willst du machen? Willst du deinen neuen Freund vor die Tür setzen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und wenn du es tun würdest, würde das nicht bestimmt nicht mit sich bringen, dass du neu wieder verliebt wärst in deinen ehemaligen Freund. Nein, ganz sicher. Ich wäre dann sicherlich noch frustrierter. Es ist halt das Problem, ich habe einen Strich unter die Sache gemacht und mir ist klar, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Aber mein Baby, mir machen so viele Leute Vorwürfe, ich habe Freunden erzählt, was sie dazu sagen und die haben alle gesagt, denk an dein Kind, das ist alles, an was du denken solltest. Und das finde ich auch, Melina. Aber ich würde dir niemals einreden, dass du wegen deines Kindes in eine Beziehung gehst, die du eigentlich nicht möchtest. Weil dein Kind braucht eine glückliche Mutter. Ja. Das ist das A und O. Und wenn du unglücklich bist und wenn du dir sicher bist, und mir scheint das so zu sein, dass du in der alten Beziehung unglücklich wärst, ist das die wirklich denkbar falscheste Lösung. Du musst natürlich an dein Kind denken in dem Sinne, dass du deinem Kind den Vater auch immer zugänglich machst. Ja, um Gottes Willen, dass da ganz viel Kontakt besteht, dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander findet, das in dem Sinne musst du Verantwortung zeigen. Ja. Aber wenn dein Herz sich jetzt für eine andere Richtung entschieden hat, dann musst du die auch gehen. Wenn das auch schwierig ist, aber dann musst du das auch machen. Finde ich schon. Ich wurde mein Leben so oft selber enttäuscht, deswegen kann ich mich so gut in ihn reinversetzen, in dem Moment, wo ich ihm sage, dass es aus ist. Und ich weiß ganz genau, dass es mir auch das Herz brechen wird. Das ist ja nett, wenn du es sagst, und das zeigt mir, dass du ein sehr mitfühlender Mensch bist. Aber ich glaube sowieso, letztendlich hast du schon in dir entschieden. Tief in dir hast du die Entscheidung schon gefällt. Ja, eigentlich schon, glaube ich. Ja, es stimmt schon. Und lass dir kein schlechtes Gewissen von deinen Leuten da einreden. Das finde ich nicht gerechtfertigt. Jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Ja, ich habe aber, glaube auch alles gesagt, was ich dazu sagen könnte. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Schönen Abend. Okay. Danke dir auch. Tschüss. Das war's heute, ihr Lieben, in der Technik. Gero Kuntermann. Morgen heißt unser Thema Meer. M-E-E-R. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine schöne und eine gute Nacht.